hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Bewegung entdeckt. Seltsam. Da, Dogmeat, ich muss in den Schatten hier. Wo sind die hin? Lange scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Hä? Die waren ja vorher hier. Ich weiß, dass sie da draußen. Egal, ich will meinen Sohn. Jetzt bin ich schon wieder durchgeglitscht. Geh Dog mit. Sei kein Arsch. Ausgezeichnet. Dauerhaft bin Schleichen schwieriger zu entdecken. Wecker hat radioaktives Material. So. Geschafft. Okay, schauen wir mal. Das war's auch schon. Okay. Crime. Ist es nicht. Da kann es auch nicht wrong sein. Könnte Marsch sein. Kann Proof nicht sein. Crude nicht. Harsh. Kann sein. Where? Ist was? Gehen wir halt auf Marsch. Treffer. Crime harsh. Nein, harsh kann es nicht sein. Crude nicht. Proof nicht. Wrong. Was war mit wrong? Nein, wrong kann es ja nicht, auch nicht sein. False. Kann es auch nicht sein. Where's? Kann es auch nicht sein. Ankle. Moment, Ankle. Ne, kann es auch nicht sein. Ne. Road. Kann es auch nicht sein. Tanks. Kann es sein. Ist es auch. Deaktivieren.
So. Ist zu gut geschützt. Aha. Aber das ist deaktiviert oder deaktiviert. Da muss ich durch. Okay, dann schaue ich erstmal hier. Haarbürste. Okay, dann gehen wir mal zu ihm. Fallen sind hier anscheinend nirgends. Wie schön. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich geradeaus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Deine Sünden habe ich schon umgebracht. Da ist er also, der unverwüstlichste Mann des Kampfes. Lustig, ich dachte mir, das wäre ich. Gib mir meinen Sohn. Du psychopathischer Mörder und Entführer. Gib mir schon. Sofort. Also gleich ran an den Speck, was? Na, gut. Von mir aus. Dein Sohn Sean. Toller Junge. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber das hast du ja mittlerweile wohl selbst rausgefunden. Aber wenn du auf ein glückliches Wiedersehen hoffst, muss ich dich enttäuschen. Dein Sohn ist nicht hier. Bring mich zu ihm. Bring mich zu ihm. Und zwar sofort. Dich zu ihm bringen. Als könnte ich das, selbst wenn ich wollte. Kapierst du es nicht? Dein Sohn ist an einem Ort, wo ihn niemand erreicht. Sean ist sicher in seinem Zuhause, im Institut. Wie komme ich dahin? Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Bist du es? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Warum? Was? So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Okay, jetzt habe ich alles aus ihm rausgelootet. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr. Aber dafür haben wir Dogmeat.
Und eigentlich gar nicht so viel verloren, wie ich mir gedacht habe. Dogmeat! Aufgepasst. Ich glaube, das reicht für den Anfang. Druckkasten im. Ja, okay. Das heißt, muss ich nur sein Terminal finden. Nett. Enthält das Holoband-Spiel Pipfall. Ah, da ist Kellogg's Terminal, okay. Aber erstmal alles hier rauslooten, was nur geht. Okay, das war's dann auch schon. Außer, das ist noch was. Ja, Farblöffel. So. Zugriffsprotokolle anzeigen. Zugriff lokal, Login, Kellogg. Anmerkung: Habe den Jungen namens Sean erfolgreich am Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Haben neue Befehle erhalten, sollen Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt, Fort Hagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. Ah. Moment. Ja, da war ich schon. Bin ich da entlang gegangen? Okay. Hä? Jetzt ist da aber zu. Ah, und jetzt ist da offen. Okay, ich verstehe. Die Anzeige spielt verrückt. Zugang zum Dach. Turmsteuerung. Deaktivieren. Ah! Tür öffnen. So. Ich bin draußen. Sprich mit Nick über die Erkenntnisse. Okay. Scheiße.
Zeitreisen ist von diesem Ort aus nicht möglich. Menschen des Commonwealth. Bleibt ruhig. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind die stählerne Bruderschaft. Okay. Kann ich jetzt reisen? So. Ich werde dann mit Nick reden noch und dann werde ich den Stream beenden, glaube ich. Oder vielleicht nur eine Pause und dann spielen wir was anderes. Mal schauen. Okay. Moment, hier ist er lang gegangen. Genau, Detective. Komm schon, Nicky. Ich will nur deine Meinung. Wäre ein klasse Zitat. Er ist mein Klient, Piper. Warum steckst du deine Nase in Sachen, die dich nichts angehen? Ach ja, wenn man vom Teufel spricht. Da bist du ja wieder. Aber ohne deinen Sohn, was ist passiert? Ich kam zu spät. Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Kellogg hat für das Institut gearbeitet und er hat ihnen Sean überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Es tut mir leid. Wirklich. Das macht die Sache um einiges komplizierter. Er hat recht. Scheiße, Nick ist ein Zünd und nicht mal er weiß, wie man da reinkommt. Kein Zünd weiß das. Alle Erinnerungen daran werden von den Sicherheitsprotokollen gelöscht. Es muss eine Möglichkeit geben. Ich muss dort irgendwie reinkommen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sünds zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Ich sag mal, er ist nicht mehr unter den Lebenden. Spielt sowieso keine Rolle. Er ist tot. Ja. Der einzige Mann, den das Institut hier draußen hat, wird sich wohl kaum lebend fangen lassen. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Aber ich würde es immer wieder tun. Mir ist egal, was er wusste. Ich würde ihn sofort wieder umbringen. Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Dr. Amari? Wer ist diese Dr. Amari? Sie kann dir ihre Lebensgeschichte ja persönlich erzählen. Lass uns bei der Sache bleiben. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick, ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Ja, ich habe alles herausgelootet. Also,
Ich glaube, ich habe da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Am liebsten würde ich alleine. Aber ich glaube, Nick ist da die beste Wahl. Oder Piper? Mit Nick bin ich schon mal gegangen. Schweigen bringt uns überhaupt nicht weiter. Ach, nehmen wir mal Piper. Ich reise mit Piper. Wir treffen uns dort, Nick. Klingt gut. Passt auf euch auf. Doch mit nach Sanctuary Hills. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Ach übrigens, du schuldest mir irgendwann ein Interview. Ich will wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat. So. Ich würde mal sagen, dass wir hier jetzt speichern und eine Pause machen.